So, also ich habe jetzt hier noch zwei gefunden. Ja, ja. Was macht ihr da eigentlich? Filmst du schon oder was? Ja, wir schauen uns Autos an, weil wir möchten ja ein neues Projekt starten. Das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Ja. Ja, was haben wir denn zur Auswahl? Was können wir uns denn mal anschauen? Ja, wir sind halt Kleinanzeigen, Automobile unterwegs. Gucken wir uns ein paar Autos für 1000 Euro an, maximal. Ja, da haben wir halt Golf 4, Polo, ja. Ford Focus, Passat, was halt so alles in der Preisklasse drin ist. Aber der eine schwarze Polo, was du gezeigt hast, der gefällt mir echt gut. Also schaut gut aus, ne? Schaut gut aus. Hat Kilometer nicht so viel Kilometer, wenig. Hat einen guten Zustand eigentlich noch. Ja. Und ich hoffe, wir können den irgendwie erreichen. Ja, ruf halt mal an und schauen wir mal. Okay. Ja, sag mal die Nummer bitte. 0160. Ja, alles klar. Dann rufen wir mal schnell an. 12 Uhr mittags, muss er eigentlich schon wach sein, oder? Wir sind in Bayern. Keine Ahnung. Das klingelt. Ja, servus. Okay, okay. Und zwar habe ich Ihr Auto auf Kleinanzeigen gesehen. Ja, genau, der Polo. Ist er noch zu haben? Ja, okay. Wäre eine Besichtigung jetzt gleich möglich? Ich bin in der Nähe. Ich brauche ca. eine Viertelstunde, eine halbe Stunde bin ich da. Geht, okay. Auto springt nicht an. Okay. Sie wissen nicht, was es ist. Oh, alles klar. Ja, nee, ist kein Problem. Vielleicht liegt es nur an der Batterie. Können Sie mir per SMS die Adresse von Ihnen schicken? Okay, alles klar. Bis gleich, ciao. Er ist noch da. Okay, aber läuft nicht aus, hat er gesagt. Der läuft nicht, springt nicht an, der steht schon länger. Ich denke, ja, Batterie. Also muss sprich, ich muss auf jeden Fall einen Starter mitnehmen. Muss einen Starter mitnehmen. Vielleicht was zum Auslesen noch mitnehmen. Ja. Und dann fahren wir mal hin und schauen uns das Ding an, ja, was er für Mängel hat. Ne? Ja. Gut, machen wir das. Machen wir so. Dann warten wir auf die SMS und dann. Ich brauche noch OBD 11. Danke. So, wir waren jetzt kurz beim Verkäufer. Er möchte nicht mit ihm aufs Videomaterial. Wir haben ihn gefragt, aber er hat gesagt, er möchte das eigentlich nicht haben. Wir haben das Auto jetzt da stehen. Wir haben jetzt hier die Schlüssel und die Starterbox mal mitgenommen, weil er gesagt hat, es startet nicht. Das Fahrzeug ist aktuell abgemeldet, hat keinen TÜV und erhebliche Mängel. Also wir haben von ihm auch eine Mängelliste bekommen. Die zeigen wir euch dann mal, wenn es soweit ist. Ja. Also es sind einige Sachen zu machen. Auch von außen schaut er eigentlich noch recht gut aus. Ja, freilich. Gut, dann haben wir jetzt hier unser neues Schmuckstück. Ein Polo 9N aus Baujahr 2006 oder 2007, glaube ich. 2007. Ne? Ja, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal so ein bisschen grob um. Ja. Was man an dem Fahrzeug so erkennen. Also in erster Linie erkennt man erstmal hier, dass da solche Klebereste sind. Da sagte der Vorbesitzer wohl, das Fahrzeug wurde von der Pizzeria gefahren. Da waren Aufkleber drauf, die hat er halt runtergemacht und ja, ist halt so. Ne? Ein bisschen Moosbefall hat er. Die Spiegel hier unten in der Ecke sind kaputt, das hat er uns noch gesagt. Ist defekt. Kotflügel ein bisschen angerostet, was ja jeder hat. Warum? Das ja, hat ja eigentlich fast jeder. Ne? Die fangen ja an, sich innen drin Sand und Dreck zu sammeln. Im Winter kommt Salzwasser rein, nass, und dann fangen die halt an, das Rosten. Was ich noch gesehen habe auf Anhieb, waren die Reifen. Die sind sehr schlecht. Die sind schon sehr gut abgefahren. Zumindest auf der Seite. Wenn man mal weiter rumgeht, man sieht, die Scheinwerfer sind blind vorne. Also sprich, da brauchen wir auf jeden Fall zwei neue Scheinwerfer für das Fahrzeug. Ansonsten meint er wohl noch, am Heck wäre was gewesen. Also der Heckwischer scheint nicht zu funktionieren. Und die Heckleuchten, naja, genau, das sieht man hier schon. Der ist schon. Das ist die Service-Luke, um gleich Kübeln zu wechseln. Um Blinkerflüssigkeit nachzufüllen, genau. Nee, also das ist, haben sie mit dem Tesafilm mal gemacht. Ja, ansonsten, der Griff an sich schaut sogar noch gut aus. Das haben sie oft. Der ist zwar schon leicht am Rosten, aber noch nicht so schlimm, genauso wie ums Logo rum und die Scheiben, die rosten auch keine, aber das hat eigentlich nichts. Da würde ich sagen, machen wir mal Strom drauf, um zu schauen, was der Kilometerstand sagt und ob er überhaupt noch reagiert. Ja. Weil jetzt zur kleinen Vorgeschichte zu dem Fahrzeug, was er mir noch erzählt hat. Das Auto wurde letztes Jahr im März gekauft, also 2023. Und das Problem war wohl, er hat es zu einer Werkstatt gebracht, weil er das Auto für die Tochter gekauft hat. Und da wollten die halt mal vorab checken, wie ist das Auto noch vom Zustand her so. Und da haben sie mir halt diese Mängelliste gegeben und auch Bilder hat er mir gezeigt. Ja. Das ist krank. Also ja, deshalb ist das Auto echt für ihn. Dinge.
nicht mehr rentabel zum Reparieren. Aber wir wollen halt zeigen, was können wir mit dem Auto noch machen. Ja, genau. Lohnt sich das überhaupt, sich so ein Auto zu holen? Ja. Und was kostet sowas wieder aufzubauen mit neuen TÜV? Das ist eigentlich unsere Idee jetzt gewesen an der neuen Kategorie aus Alt macht Neu. Wie man vorhin gesehen hat, der Kotflügel ist leicht angerostet. Das könnte ein Indiz sein, dass zum Beispiel der Schwelle auch durchgerostet sein könnte. Ruhig bei den Modelljahren immer schön die Schwelle kontrollieren, reindrücken, ob alles fest ist, das passt. Ja, hat ja generell auch, also jeder VW Golf, ja, muss man immer, also immer gucken. Alle VW Autos haben. Weil da musst du anfangen zu schweißen, für manche ist es nicht rentabel. Motorhaube auf, wir wollen schauen, was drunter ist. Genau. Was haben wir für einen Motor? Also laut Heckklappe haben wir einen 1,4er. Benziner, ja. Mit 101, nee, wie viel haben die? 100? Nee, nicht einmal, 75 PS. 75 PS. 75 PS. Schau mal drunter. Oha, Hellenmaschine, sag ich. Ja. Hellenmaschine. Was ist bei den 1,4er das größte Problem? Weißt du das? Also, was ist oft bekannt beim 1,4er? Ja, da gibt es ja auch einige Schwachstellen. Also, die größte Schwachstelle, warum der 1,4er ein bisschen unbeliebter war, waren die Hydroschlüssel. Die haben sie sehr gern. Ne? Genau. Hydroschlüssel sind öfters mal laut beim 1,4er. Und wichtig ist halt bei dem der Zahnriemenwechsel auch. Genau, der Zahnriemenintervall. Ansonsten haben sie eigentlich so, das sind so die bekanntesten oder die typischen Mängel halt hier, ne? Im Kasten oben drin, die Sicherung. Die Blattsicherung. Das ist typisch VW-Krankheit. Ja. Oder was man mal schauen kann, ist ja natürlich Keilriemen und so, also grob mal anschauen. Aktuell haben wir ja wie gesagt keinen Strom drauf, deshalb haben wir hier unser Top-Don mitgenommen. Jetzt sagen wir, machen mal Strom drauf und gucken mal, ob wir überhaupt das Auto erstmal zum Starten kriegen, weil der steht ja jetzt doch schon eine ganze Weile, ne? Abgemeldet, ob er gut startet oder nicht. Du kannst jetzt mal so probieren, was er macht, wenn du die Zündung anmachst. Oh, die Handbremse. Ja, geht auch gut hoch, ne? Die Handbremse ist eigentlich... Vielleicht ist auch schon ein bisschen fest, weil durch Stehen, ne? Ja. Okay. Tut. Gar nichts, ne? Ne, brauchen wir Standhilfe. Sieht man irgendwie Kilometerstand oder sowas? Also hat was hat er für drauf für einen Kilometerstand? 166.000. Okay, ja, also wie gesagt, vom Kilometerstand. Innenraum her schaut eigentlich auch recht schön aus. Ne, schaut recht gut aus. Das ist sauber zumindest. Wir haben ein Android-Radio drin, was nicht funktioniert hat, gemeint. Nicht funktioniert. Da müssen wir auch mal schauen, was das ist. Ja, ne. Muss man gucken. Ich mach mal Strom drauf, schauen wir, aber schade, ne. So, wir haben hier so ein Schnellstarter-Kit, so ein Jumpstarter. Beste Starter, Doktor. Ja, der hat uns bis jetzt echt immer gerettet, also. Der ist echt mit, gut. Mit der Boost-Funktion, weißt du? Ja. Kannst du sogar Auto starten ohne Batterie, gell? Top-Don ist schon echt super Marke. So, schauen wir mal. Also, ich gebe mal Saft. Ja. Gut. Schade. Okay. Dann geht er schon mal. Ja. Laufen tut er auch gut, oder? Ich mach mal die Dinger ab. So, von den ersten Geräuschen her würde ich sagen, läuft ganz gut. Aktuell habe ich Probleme mit dem ABS. Da muss man auslesen. Da leuchtet die ABS-Leuchte. Komm her. So, motortechnisch läuft aber echt gut, ne? Also, ja. Keine Zündaussätze, hat auch nicht dieses typische 1,4er Klackern von die Hunden. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Na, was ist es, sehr hell der Ton, ne? So richtig so Klackern. Ja, so richtig. Was man hört, der Keilriemen ist nicht mehr so geil. Hörst du, der schleicht so ein bisschen nach. Man sieht auch schon, dass der echt schlecht aussieht. Ich denke mal, vielleicht sogar die Umlenkrolle. Die Umlenkrolle wird da kaputt sein, denke ich mal. Ja, so undicht ist er jetzt auch nicht, gell? Ja, er sagt halt, also ein paar Sachen kann ich euch schon mal sagen. Also, bis wir es halt auf der Hebühne haben. Die Achsmanschetten sind durch vorne. Er hätte starken Ölverlust, hat er gesagt, warum sie ihn auch verkauft haben. Okay. Dann irgendwie Hitzeschutzblech ist ab, was jetzt kein Riesendrama ist. Der Heckwischer wird nicht funktionieren. Also lauter solche Geschichten. Wir können Kühlmittel ist ja auch noch drin. Also Zylinderkopfdichtung oder so, Probleme. Nee, schaut gut aus. Wasserpumpe geht auch. Komm mal ran. Also die Wasserpumpe funktioniert. Nur ist auch kein Öl oder nichts drin. Ne? Das sieht man, es läuft hier echt sauber. Also, vielleicht ein bisschen von der Farbe her könnte es besser sein, aber ja. Mei, wie gesagt, er steht halt jetzt schon ein paar Tage. Ne? Deckel? Ja. Ja. Ein bisschen, aber es ist halt klar. Der hat wenig Liebe bekommen, wenig Öl wechselt. Da kommt auf jeden Fall ein Motorflaschen rein, dann ist es wieder sauber. Bremsflüssigkeit, wenn wir mal. Also wir werden hier das Auto einmal komplett überholen. Also wie gesagt, aus alt macht neu. Das heißt, wir werden alle Service-Sachen machen. Die Reifen müssen wir machen. Vielleicht finden wir sogar ein paar schöne Felgen. TÜV-fähig und neuen TÜV auf jeden Fall. Ja, ne? Und wie gesagt, vielleicht finden wir ein paar schöne Felgen für den.
Weil an sich ist das Auto ein schönes, modernes Fahrzeug. Ja, schaut alles super aus, ne? Und es wurde sogar schon auf GPS vorbereitet, auf DAB. Ja. Nur läuft es noch nicht, da müssen wir dann auch mal schauen. Ich würde mal sagen, wir klatschen da rote Nummer drauf. Dann machen wir Probefahrt. Ja, jetzt müssen wir halt erst einmal genau eine kleine Probefahrt machen und dann halt den Preis aushandeln. Aktuell steht der Kurs bei 800 Euro, was jetzt von Haus aus schon mal ein guter Preis ist. Ja. Kann man nichts sagen vom Wert her. Aber muss man aber ja, muss man schon Geld reinstecken. Ja, wir werden schon mal schauen, dass wir da was regeln können. Ja. Also, wie gesagt, für 800 Euro ist schon ein guter Kampfpreis. Der steht ja für 800 Euro schon länger da. Sag ich ja. Also kann man immer ein bisschen, also kann man ein bisschen was machen. Handeln geht immer. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir keine Probefahrt, solange er noch läuft. Ja. Und dann schauen wir mal. Genau. So, anschneiden und Probefahrt. Also wie gesagt, das Radio, hat er gesagt, funktioniert nicht. Da hat er auch recht. Oh Gott, da ist sogar noch die Folie drauf. Ey. Ja. Voll geil. Sitzheizung hat er. Ja. Klimaanlage hat er. Ja. Warm wird es auch schon. Die funktioniert sogar, weil wenn eine Klimaanlage nicht funktioniert, dann ist das Leuchten gleich wieder weg, weil es als Fehler gespeichert wurde. Genau, ansonsten, das kann man auch was machen, die Innenraumbeleuchtung. So, Wischer haben wir, die funktionieren auch. Heckwischer hat er gesagt, geht nicht. Aber geht. Geht. So, was ich jetzt als erstes sehe, ist, wie du schon gesagt hast, die ABS-Leuchte ist noch an. Ja. Sprich, entweder ist vielleicht ein Radlagersensor. Meistens ist es Radlagersensor. Ja, Freunde. Ne, Drehzahlsensor. Oder das Radlager selber. Ja, das müssen wir auslesen. Das sehen wir dann beim Auslesen. Ja. Ansonsten hat er zwei elektrische Fensterheber, die funktionieren sogar. Okay. Gott sei Dank kein Schiebedach. Kein Schiebedach, wird schon mal nicht nass. Der Himmel ganz leicht am Absenken hier, aber ja, das ist halt typisch, sagen wir, VW. Ne? Ja. Er hat elektrisch verstellbare Spiegel. Nee, ansonsten würde ich sagen. Ja, Innenraummenge jetzt hat nicht so, gell? Wie gesagt, also die 160.000 Kilometer nehme ich schon ab, allein wegen den Fahrersitz. Schaut echt super aus. Vom Lenkrad ja, her. Auch so, ja, wie gesagt, also das ist nicht groß abgekrabbelt. Nee. Wie gesagt, das schauen wir uns dann an. So, jetzt sagen wir, fahren wir eine Runde. Keine Zündersetzer, merke ich. Gar nicht. Lenkrad steht ein bisschen schräg, kann aber auch an den Reifen liegen, weil die Reifendruck und so, das passt alles nicht so gut zusammen. Ja. Aber ruhig, es klappert nichts. Kein Querlenker oder so? Kopf, die Bremsen sind jetzt halt nicht so geil, weil die halt schon lange stehen. Handbremse habe ich ja vorhin beim Stand gemerkt, die kannst du bis zum Dachhimmel nachziehen. Ja, aber die Trommelbremse hört sich jetzt auch nicht mehr so geil an. Ja, für den TÜV auf jeden Fall neue Bremsen, komplett vorne hinten. Ich meine, wir haben jetzt Glück, dass der bei uns in der Nähe steht, ne? Da müssen wir jetzt nicht so weit fahren. Na ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein zu ihm. Zum Verhandeln. Verhandeln wir mit ihm Preis. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Werkstatt wieder. Dann können wir euch sagen, was wir verhandeln konnten. Gut, wir sind zurück in der Werkstatt. Wir haben das Fahrzeug schon mitgenommen. Wir haben jetzt nicht nochmal draußen gedreht, weil es ziemlich kalt ist draußen. Jetzt hat es immer mehr angefangen zu schneien. Der Kameramann jammert schon. Wir haben jetzt mit dem Vorbesitzer verhandelt. Also wir haben das Auto natürlich gekauft, weil sonst hättet ihr jetzt nicht das Video. Ursprungspreis waren 800 Euro. Ja. Haben wir gesagt, nö, keine Lust. Haben ihm natürlich die ganzen Mängel aufgezeigt, die er eh schon wusste, aber natürlich nochmal betonen. Ist eigentlich immer gut, wenn man und so ein paar Kosten Mängel findet. Und was es kostet, genau, die beim Kauf noch mit angeben. Er weiß ja eigentlich, was es kostet, der war ja in der Werkstatt. Ein bisschen das Drama noch ein bisschen erhöhen. Ja. Genau. Wir haben einen sagenhaft guten Preis bekommen. Ja. Ne? Also aktueller Marktwert von so einem Fahrzeug mit neuem TÜV liegt ungefähr um die 3.000 Euro. Habe ich mal nachgeschaut, so ungefähr plus minus. Ja. Und wir haben ihn bekommen für? 380. 380 Euro. Das ist mal ein Kampfpreis. Also wir werden euch das natürlich alles auflisten. Was wir in der Videoreihe alles kaufen, verbauen, was für Ausgaben wir haben. Also sprich einfach mal, um zu sehen, was bezahle ich jetzt für ein Auto, was ich sehr günstig kriege ohne TÜV, repariere alles selber. Ja. Ob ich dann auch für den Preis hinkomme, wenn ich ihn schon TÜV fertig kaufe. Einfach mal, um den Vergleich zu sehen, ist es besser, sich ein Auto zu kaufen, was schon fertig ist mit TÜV und habe ich den Kopf wenig, das alles machen zu lassen. Oder repariere ich es selber, bin vielleicht am Ende sogar billiger und ich weiß, dass alles neu ist. Ja. Weil nur weil ich ein Auto mit neuem TÜV kaufe, heißt es nicht automatisch, dass alles neu ist, sondern hat einfach nur die TÜV bestanden. TÜV heißt nicht automatisch Neuwagen. Deswegen würde ich jetzt einen Zähler-Counter einblenden hier oben, was wie viel Ausgaben wir haben. Genau, momentan also haben wir 380. 380 bitte, Euro. Anschaffungspreis. Genau, bitte hier einblenden. Genau, Anschaffungspreis 380 Euro. Und dann rechnen wir aus, was kosten Scheinwerfer, was kosten die Teile. Genau.
natürlich die Arbeitskosten berechnen wir natürlich nicht, weil Nein. wir haben ja keine Arbeitskosten. Hättet Nee. Ihr im Endeffekt, wenn ihr das selber machen wollt, aber die Materialkosten. Ich würde sagen, was jetzt noch fehlt, ist das Auslesen vom Fahrzeug. Das haben wir jetzt noch nicht gezeigt. Ja, wir haben ihn auf jeden Fall schon da stehen. Wir haben ihn jetzt einfach mal mitgenommen. Ja. Weil für den Preis kannst du nichts sagen. Also optisch gesehen ist er echt gut. Ja. Was ihr auf jeden Fall immer mal mitschauen könnt, Windschutzscheibe. Ja. Hat er irgendwo einen Riss drin oder einen größeren Steinschlag? Auf der Seite gar nicht mal so dramatisch, wenn ein kleiner Steinschlag ist. Wichtig ist immer, man sagt immer DIN A4 Größe. Das war ein bisschen größer, aber auf jeden Fall DIN A4 Größe Sichtfeldfahrer. Es ist immer hier relevant. Ne? Und, aber die Scheibe hier schaut auch noch gut aus. Die schaut gut aus, Gott sei Dank. Und ich habe jetzt noch mal geschaut, das ist kein 2006er, sondern 2005er. Also 2005er? Steht auf dem Fahrzeugschein drauf. Ja. Da würde ich sagen, lesen wir noch aus, damit wir wissen, was er so noch sagt vom Laufen her. Ja, wie gesagt, Batterie ist auch kaputt. Batterie müssen wir auf jeden Fall kaufen. Also wir sind Probe gefahren, die war immer noch komplett leer. Also. Ja, kannst du jetzt, wenn du das anmachst, geht es jetzt wieder nicht an. Ja. Also die ist kaputt. Die muss auf jeden Fall neu. Ja. Und wie gesagt, Reifen oder beziehungsweise vielleicht so einen günstigen Satz Felgen, schön Scheinwerfer vorne, hinten die Rückleuchten, die Spiegelblink. Die Blinker müssen ersetzt werden. Aber die genaue Mengeliste können wir jetzt dann, wenn wir jetzt das Auto mal hochgehoben haben, unten, und oben. Also das werdet ihr dann, machen wir unsere Liste. Werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Video dann sehen. Genau. Aber ich sage, wir werden jetzt erstmal schauen, was er für Fehler im Ding hat. Genau. Aber dazu, ich kann euch jetzt nochmal zeigen, jetzt haben wir keinen Strom drauf, jetzt sind wir ja ein paar Meter gefahren. Passiert gar nichts. Also. Ja, okay. Start aber. Der muss ja laufen da beim Auslesen. Ist ja wurscht. Also bevor ich das sag, wir haben ein Auslesegerät, was ich immer gerne für VW benutze, ist das OBD-11. Das kann alle VW-Marken, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Porsche, alle abdecken. Porsche wäre das nächste Auto, das wir machen. Porsche? Porsche, Lamborghini auf jeden Fall. Gut, dann schließen wir nochmal an, dass wir ein wenig Saft haben und dass wir dann auslesen können. So. Masse. Plus. Gut. Booster drücken. Also springt an, echt sehr gut. Also da gibt es nichts. Vom Laufen her. Tipptopp. Ja, lesen wir mal aus. So, machen wir kurz zu. Moment, Rossi. Da ist ein wenig leiser ist. Ja, ist viel leiser. Also, ich habe hier meine App. Gehe auf Verbinden. Das ist, hat er gesagt, 2005. Haben wir einen ganz normalen Polo und drei Türer. Jetzt kommt die Einwendung 5 minutes later und dann liegen wir alle auf dem Boden wegen die Abgase. Wollte ich auch gerade sagen, Alter. So, jetzt haben wir uns verbunden. Man sieht, der lädt sogar. Aber Batterie. Power, ne? Also Lichtmaschine geht auf jeden Fall. Ja, kein Problem. So, wir haben Bremsenelektronik. Gehen wir kurz da rein. Dann gehen wir auf Fehler. Und jetzt haben wir den Fehler Drehzahlfühler hinten rechts. Das ist ABS. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ne? Also ja. ABS-Sensor. Wir haben unplausibles Signal. Also statisch ist kaputt. Ja. Bleiben wir auf jeden Fall tauschen. Genau. Wir können ja mal versuchen, nochmal den ABS-Fehler zu löschen. So, jetzt bin ich im Bremsensteuergerät wieder und versuchen mal den Fehler hinten rechts zu löschen. Falls er nicht zu löschen geht, dann ist auf jeden Fall der Drehzahlfühler kaputt. Genau, jetzt ist er halt mal weg. Das geht aber jetzt natürlich nur so lange, bis man fährt, bis er den ersten Kontakt sozusagen, den Sensor wieder sucht. Ja. Und dann springt es wieder an. Ja. Ne? Das werden wir noch mal sehen. Wir werden sowieso, wenn das Auto repariert ist, wenn wir die Mängel alle haben, werden wir sowieso noch mal... Nach der Probefahrt wieder. Genau, ob das noch mal ist und zur Not müssen wir dann... Ist ja klar. Gut, also machen wir den erstmal aus, weil sonst haben wir gleich ein kleines Abgasproblem. Ja. So. Also Fehler ist erstmal rausgelöscht. Aber nicht relevante Fehler, wo man sagen, Lambda-Sonde oder Gemisch, genau. Zündaussetzer oder so. Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt erstmal das Auto dann hochheben, anschauen, die Fehler, die Kosten schon mal berechnen für das Ganze. Ja. Und später, wenn wir das Auto nochmal bewegen, können wir nochmal schauen, ob der Fehler wiederkommt vom ABS. Und zur Not bestelle ich trotzdem welche mit. Ja. Weil, wie gesagt, die kosten 10 Euro. Hinten oder rechts Stück, muss man uns merken. Die müssen wir mal austauschen. Und ansonsten läuft der echt gut, ne? Im Großen und Ganzen ein gutes, zuverlässiges Auto mit wenig Rost. Wenig Rost, genau. Wenig Rost. Mängel. Verhältnismäßig gute Ausstattung. Du hast eine Klimaanlage, du hast eine Sitzheizung, elektronische Fensterheber, elektronisch verstellbare Spiegel. Ich sag, muss man Arbeit einstecken. Ja, klar. Arbeit und was mich halt interessiert, ob wir das Radio wieder zum Laufen kriegen, das Android-Radio.
So eine Endrad-Radio-Drehung funktioniert, das ja. geht ja gar nicht. Aber verlegt haben sie eigentlich alles. Sie haben schon die GPS-Antenne, den WLAN-Empfänger, die haben eigentlich alles schon verbaut. Das ist ja dann eine Spurensuche. Das wäre auch nochmal so ein Ding, ne? Aber ja. Bin mal gespannt. Nee, also ich würde sagen, das ist so unser erstes Projekt 2024. Genau. Und unsere neue Kategorie aus Alt mach neu. Aktuell 380 Euro. Schauen wir mal. Steht auf dem ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was wir am Ende ungefähr einchecken werden. Könnt ihr jetzt natürlich noch schlecht sagen, weil wir noch nicht die unteren Mängel gesehen haben. Aber einfach mal so tippen, was ihr denkt, was wir da reinstecken ja. müssten, genau. dass wir wieder einen neuen TÜV haben. TÜV. Ne? Genau, dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen. Dankeschön. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann heben wir die Karre hoch. Genau, Abo dalassen, Like dalassen und kommentieren. Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.